Ja, hallo, herzlich willkommen zurück auf der Lichtung der Bühne hier im X-Hain in Berlin. Bei uns geht es ja, während man sich hier ein bisschen umgeschaut hat, oft um Bäume, weil wir sind ja schließlich der Hain. Und insofern passt es sehr, dass zu unserem nächsten Talk das Thema Waldgärten sind. Und ich freue mich sehr auf diesen Talk und übergebe direkt an unseren Speaker Jens. Herzlich willkommen. Hallo. Ich bin Jens, genau. Ich bin Gründer von Sasavale e.V. und Teil dieses Pama Food Forest Teams. Genau, willkommen zu unserem Vortrag und willkommen wohl auch auf dieser Bühne. Anscheinend sind wir die ersten Menschen, die hier bei dem Kongress was halten. Es freut mich sehr, dass wir hier sein dürfen und hier sprechen. Das ist echt eine große Freude und danke an die Menschen im X-Hain. Genau, Waldgärten mit resilienten Systemen gegen die Klimakrise. Ich erzähle. Genau. Eigentlich war das für zwei Personen gedacht. Ramos hätte noch hier stehen sollen, der hat es leider nicht geschafft. Deswegen mache ich das allein. Ich hoffe, das klappt alles so. Wir erzählen kurz was über Waldgärten und danach ein bisschen was über Vernetzung von Ökosystemen und Klimagegebenheiten und gehen ein bisschen auf wirtschaftliche und soziale Aspekte von Waldgärten ein. Und am Ende geht es darum, wie IT solche Systeme unterstützen kann, was es da für Möglichkeiten gibt, Neuland zu betreten und genau diese Paradiese weiter nach vorne zu bringen, die sehr viele Vorteile für uns alle haben. Kurz ein bisschen was zu uns. Unser Tun eigentlich für ziemlich aktivistisch. Ursprünglich komme ich so ein bisschen aus der Friedens- und Anti-AKW-Bewegung, habe als recht junger Mann die Grenzen des Wachstums vom Club of Rome gelesen und wir fühlen uns im Grunde als Teil der antikapitalistischen Umwelt- und Klimabewegung. Und wenn ich mir anschaue, auf was für Schlüsse ihr bei Bits und Bäume so gekommen seid und was eure Motivationen sind, da habt ihr so vier Punkte rausgearbeitet. Sicherung der Menschenrechte, Einhaltung der Grenzen unseres Planeten und Überwindung des Kapitalismus sowie Verein stärker handeln. Dann hört sich das für uns sehr gut an und wir haben das große Bedürfnis, auch mit euch zu reden und uns zu vernetzen und haben auch konkrete Probleme mitgebracht. Genau, ansonsten bin ich Tischler, Koordinator für erneuerbare Energien und Solateur. Ich hatte das große Glück, viele längere, ausgedehnte Überlandreisen nach Asien und Afrika zu machen. Und so bin ich auch in den Senegal gekommen. Genau, dort kamen wir dann recht früh auf die Idee, einen Verein zu gründen und da unten einen Halbpflanzengarten zu machen. Wir haben uns lange mit einer Pflanze beschäftigt, die heißt Artemisia annua. Da kann sich jeder einen Tee machen, der wirkt gegen Malaria. Das ist eine tolle Sache. Haben uns mit vielen Nachhaltigkeitsthemen auseinandergesetzt. Das hier geht es um solare Trocknung. So tun wir unsere Pflanzen auch trocknen und weiterverarbeiten. Autarke PV-Systeme und auch die Bewässerung und Wasserpumpen mit Solarenergie. Angepasste Komposttoiletten für die kulturellen Gegebenheiten dieser Region. Genau, wir haben Workshops gemacht und Führungen. Hier ist ein Blick in den Garten von Sasserale in der Casamance. Genau, am liebsten würde ich natürlich viel im Garten stehen und auf der Farm rumbuddeln und Pflanzen pflanzen. Leider sieht die Realität ganz oft so aus und wir sitzen auch sehr, sehr viel am Rechner. Aus all diesen Erfahrungen dieser Jahre haben wir 2018 mit vier weiteren Personen beschlossen, eine Farm zu gründen, den Permafood Forest, was ein Unternehmen ist, was auch wirtschaften soll und einen Waldgarten betreibt. Genau, 2018 haben wir das Konzept erarbeitet und das Design uns überlegt. 2019 das erste Stück Land gekauft, das erste Bohrloch gemacht, den Zaun gemacht und angefangen, das urbar zu machen. Und dann nach und nach unsere Beete, die wir da sozusagen entwickelt haben, umgesetzt. Und 2020 das erste Haus gebaut und dann hat es auch schon wirklich wild angefangen zu wachsen. Das ist ein riesiger Unterschied innerhalb von 2 Jahren. Wir wollen Teil der Agrarwende sein und auch zeigen, dass auch unter erschwerten Bedingungen es möglich ist, aufbauende Landwirtschaft zu machen, zu wirtschaften. Und es ist uns ein wichtiges Anliegen, Blaupausen zu schaffen, zu zeigen, dass es funktioniert und Menschen zu inspirieren. Genau, hier sieht man noch ein Bild von einem Workshop von uns.
Wo wir, genau, Tulukör nennt sich das, da haben wir auch Food Forest gemacht. Ramos ist jetzt leider nicht hier. Ramos ist der Initiator des Waldgartenprojekts bei Berlin, was auch ein Teilprojekt von Sasserale ist. Er kommt aus der Theater- und Veranstaltungstechnik, hat aber 16 Jahre lang eine Multimedia-Agentur betrieben mit dem Namen Screen Garden. Und wo er damals auch schon öfters an die Grenzen des damals technisch Machbaren ran ist und Ideen mit virtuell Touchscreen und Geschichten. Ich werde seinen Teil auch noch übernehmen und hoffe, das haut alles. Genau, dann hat sich Ramos das Design praktisch von dem Waldgartenprojekt bei Rehfelde, das ist östlich von Berlin, überlegt, wie da Strukturen zusammenpassen. Und dieses Projekt gestartet und ist so auch auf Sasserale und unseren Verein aufmerksam geworden. Und wir haben das zusammengeworfen und haben jetzt praktisch ein Nord- und ein Südprojekt, was Waldgärten macht. Und genau, haben da viele Synergien, arbeiten zusammen, etc., etc. Genau, in Rehfelde haben wir diesen Garten gekauft. Das ist ein sehr vielfältiges Gelände mit zwei Biotopen. Und wo wir auch unterschiedlichste Herausforderungen zu bewältigen haben, was die Gegebenheiten angeht. Genau, vor einem Jahr konnten wir das kaufen, dank Sponsoren und Crowdfunding. Seither ist da eine Menge passiert. Ein Markengarten wurde installiert und wir arbeiten an dem Design und die sozialen Strukturen im Hintergrund. Genau, entstehen auch. Wie gesagt, das ist ein Verein, das ist gemeinnützig. Eine Solavie ist da im Entstehen. Genau, wir arbeiten im Grunde, also Waldgärten nach unserer Philosophie arbeitet auch mit den Richtlinien der Permakultur. Und die Permakultur, ganz kurz, bietet im Grunde uns ein Dach, wo viele unserer Interessen und Dinge, die wir uns beschäftigen haben, drunter passen. Es wurde sich gegründet oder ausgedacht von Bill Mollison und David Holmgreen Anfang der 70er Jahre, die erkannt haben, dass so wie wir leben und wirtschaften, wir in einer Art Todesspirale sind. Also es geht immer weiter nach unten. Und der Gegenentwurf ist praktisch eine aufbauende Spirale, die das Leben und die Natur supportet. Das Ganze basiert auf einem ethischen Konzept: Sorge um die Erde, Sorge für die Menschen und faires Teilen. Hier sehen wir noch Gestaltungsprinzipien und diese ganzen Geschichten sind nicht nur in der Landwirtschaft anwendbar, sondern auch in IT-Firmen oder in allen möglichen Bereichen. Es gibt auch soziale Permakultur und so weiter. Genau. Wo stehen wir momentan ein bisschen mit der Menschheit? Wir haben hier etliche Probleme. Alles, was grün ist, hat so ein bisschen mit der Landwirtschaft zu tun. Das ist so eine Risikoabschätzung. Und bei Versagen, bei der Bewältigung des Klimawandels, sieht es auf jeden Fall schlecht aus. Also es sind Themen, die uns alle betreffen. Genau, ganz viele Probleme haben mit der Landwirtschaft zu tun. Und das anzugehen, ist auf jeden Fall unser Interesse. Es sind ungefähr, je nachdem, wie man fragt, um die 30% der globalen Treibhausgasemissionen haben mit der Nahrungsmittelproduktion zu tun und 15-18 mit der Landwirtschaft. Probleme sind dann so Dinge wie Erosion, dass die Erde verschwindet und wir keine Ernten mehr produzieren können, Starkniederschläge, massiver Biodiversitätsverlust oder auch ein unsinniger Einsatz von Energie. Also auf eine produzierte Kalorie Nahrung brauchen wir 10 Kalorien Erdöl. Und das ist einfach ein Weg, der nicht gut ist. Genau, und im Grunde liegt es ein bisschen an uns. Wo wollen wir hin? Mehr so in diese Richtung oder mehr so in diese Richtung, wo dann doch wesentlich mehr Leben für uns alle drin ist. Genau, was sind Waldgärten? Also unser Ansatz, wie gesagt, mit regenerativer Landwirtschaft, hochproduktive Waldgärten aufbauen, die uns allen nützen. Waldgärten sind mehrschichtige, genau, hier sieht man es, ist ein mehrschichtiges Anbausystem. Wir haben Wurzeln, Bodenbedecker, hochstämmige, niederstämmige Bäume, die in Mischkultur zusammenkommen. Zumeist mehrjährige Pflanzen und wo dann ein Ökosystem entsteht aus diesen Pflanzen, Tieren, Insekten, Pilzen. Genau, ein bisschen kann man sich in unseren Breiten vorstellen wie eine Streuobstwiese mit Nussbäumen, Esskastanien, Sträuchern, Gemüse, aber auch Pilzen, Bienen und Vögel.
und es ist ein designtes Ökosystem. Traditionell kommen Waldgärten viel um den Äquator vor, gibt es aber auch in unseren Breiten. Um 1820 sagt man vor allem in Großbritannien und den Niederlanden. Der Vorteil von tropischen Systemen ist, dass sie wesentlich produktiver sind. Das ist so ein bisschen wie mit einem PV-Modul. Wenn ich eine Solarzelle an den Äquator stelle, tut die dreimal, doppelt bis dreimal so viel Leistung produzieren wie bei uns. Und ähnlich ist es auch mit den Pflanzen. Genau, natürlich gibt es auch andere Agroforstsysteme, kurzumdrehen gibt es Plantagen, Waldhecken, Streuobstwiesen. Der Waldgarten ist mit Abstand das komplexeste. Wie gesagt, diese Schichtung von verschiedenen mehrjährigen Pflanzen. Und dadurch, dass wir so viel unterschiedliche Pflanzen verwenden, haben wir, also praktisch das Ganze in Polykulturen ist, haben wir ein sehr resilientes System. Das ist das, was es stabil macht. Wenn ich einen Weizenacker habe und da kommt ein Schädling, der Weizen mag, dann ist der imstande, die ganze Ernte zu vernichten. Wenn ich aber 100 verschiedene Arten da stehen habe, dann kann dieser Schädling kommen und der wird allerhöchstens eine Art vernichten und die 99 anderen sind noch da. Dazu kommt, dass in einem funktionierenden, lebendigen Ökosystem, die Nützlinge immer den Schädlingen gegenüber höher an der Anzahl sind und überwiegen. Also es pendelt sich aus. Genau. Wo sind wir? Ja, genau, eins zu früh. Es ist immer ein von Menschen designtes, dreidimensionales, im Grunde essbares, lebendiges Ökosystem. Genau, das hatten wir. Genau, ganz wichtig ist, dadurch, dass es vom Menschen gemacht ist und designt wird, brauchen wir sehr, sehr viel Informationen vorher. Man sagt, in der Permakultur ist gut, sein Stück Land ein Jahr lang zu beobachten, bevor ich anfange zu pflanzen, damit ich weiß, mit was für Problemen ich habe, was ich aber auch an positiven Dingen da drauf habe. Genau, und das ist das, wo wir dann am Ende nochmal drauf eingehen, wie kommen wir an diese, können wir an diese Informationen kommen. Gut, und je besser die Informationen sind, je erfahrener wir sind, umso besser machen wir das Design und umso besser arbeitet es am Schluss. Dieses angepasste System für uns hat viel Ertrag und auch dann viele sogenannte Ökosystemdienstleistungen. Es ist ein multifunktionales System oder wir sagen, jedes Lebewesen, was da drin ist, hat mehrere Zwecke. Und so wird es auch wiederum stabil. Das heißt zum Beispiel eine Hecke, die produziert uns Hagebutten und Früchte und auch Nahrung für Tiere. Sie ist aber auch ein Windschutz. Sie produziert gleichzeitig auch Biomasse, ist eine Wohnung für Insekten, kühlt unser System runter oder kann auch andere Pflanzen stützen und so weiter und so fort. Das ist einfach diese Multifunktionalität, die da geschaut wird, was ist auch teilweise komplex und schwieriger macht. Im Grunde versuchen wir in Kreisläufen und in Vernetzung zu denken, so wie es die Natur macht. Ganz viele Erkenntnisse kommen aus dem Beobachten der Natur. Genau, Waldgärten werden auf 100 Jahre und älter designt. Am Anfang sind sie sehr arbeitsintensiv. Genau, wir kopieren natürliche Vorgänge der Natur. Ein direkter Output für uns ist natürlich Nahrung, beziehungsweise Nahrungssicherheit durch diese stabilen Systeme, Rohstoffe, Tierfutter, Medizin und natürlich ein schöner Ort, in dem man sich wohlfühlt. Indirekter Nutzen ist es ein multifunktionaler Ökosystemdienstleister, so könnte man es aus kapitalistischer Sicht betrachten. Da tut der CO2 aus der Luft nehmen und den Boden binden, eine massive Erhöhung der Biodiversität oder die Beeinflussung des Klimas. Auf viele Punkte gehe ich dann gleich nochmal ein. Genau. Hier, meine Uhr hat vorher angefangen. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Vielleicht könnt ihr mir ab und zu sagen, wie viel Zeit ich noch habe. Gut. Dazu kommt, dass Waldgärten ein riesiges Potenzial haben. Also wir haben große Probleme und die anzupacken ist auf jeden Fall toll und sinnvoll. Und wenn ich mir jetzt die landwirtschaftlichen Flächen, die wir hier auf der Welt haben, betrachte und sage, wir machen aus einem Drittel oder der Hälfte Waldgärten, dann ist das ein riesiges Potenzial, was wirklich imstande ist, große Mengen CO2 aus der Luft zu holen und die Biodiversität wieder zu regeln, etc. Und wir alle
profitieren von diesen Systemen, nicht wie es teilweise in der industriellen Landwirtschaft ist, wo den großen Benefits und Reichtum kapitalistische Konzerne abgreifen. Und deswegen halten wir es für super wichtig, Blaupausen zu schaffen, zu zeigen, dass es funktioniert und genau, da einfach loszulegen. Hier, ich muss öfters mal klicken. Hier sind jetzt unterschiedliche Bilder. Das hier ist auch wieder im Senegal, wie es da nach kürzester Zeit aussieht. Jetzt komme ich auf noch ein paar Probleme zu sprechen und gehe da dann auch noch ein bisschen drauf ein, wie Waldgärten da helfen können. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Wir haben massiven Biodiversitätsverlust. Biodiversität ist eine Ökosystemvielfalt, eine Artenvielfalt und eine genetische Vielfalt. Die ist super, super wichtig für unser Leben auf dem Planeten. Und wenn Arten aussterben, dann ist sie weg. Dann ist die Information weg. Die kriegen wir nicht mehr zurück. Und das ist, kann auch in der Zukunft sehr, sehr negativ sein. Einmal machen diese Artenvielfalt stabile Systeme. Das ist praktisch so eine Art Backup. Das Zweite finden viele Köpfe oft kreativere Antworten als Probleme als nur eine. Und es ist ein Verlust von künstlichen Möglichkeiten. Wenn jetzt eine Pflanze ausstirbt, die eventuell Inhaltsstoffe gegen Krankheiten haben, die es aber nicht mehr gibt, dann werden wir das auch nie mehr rausfinden und das bringt uns alles nichts. Also das zu erhalten ist super, super wichtig. Und durch den Verlust dieses Lebenserhaltungssystems machen wir auch unsere Grundlage auf dem Planeten kaputt, hier weiter zu existieren. Ohne Ökosysteme, genau, haben wir hier auch nichts mehr zu tun. Super beängstigend ist die Geschwindigkeit und die Masse dieses Aussterbens momentan. Es geht drastisch nach oben und es sind ja auch nicht nur die einzelnen Arten und so weiter, sondern es ist auch die komplette Biomasse, die sehr, sehr schnell verschwindet. Genau, 4 von 5 Problemen der Biodiversitätsrückgang haben mit der Landwirtschaft zu tun, zum Beispiel Landnutzungsänderung, Umweltverschmutzung, invasive Arten. Aber auch jegliche Art von Monokultur kann auch Bio sein, wo Bodenbewegung stattfindet, ob industriell, chemisch oder mechanisch, reduziert die Biodiversität, schädigt den Boden und bringt CO2 wieder in die Luft. Und das sind alles Dinge, die wir auch nicht tun in dem Waldgarten. Genau. Das Gegenteil dazu, wie gesagt, unsere Gärten, die sind kleinteilig und in Mischkultur mit Pflanzen, Tieren, Insekten, massives Bodenleben und eine bunte Mischung, die sehr resilient ist. Wir benutzen keine chemischen Dünger, Pestizide und versuchen das Ganze so fossilfrei zu gestalten, wie es geht. Wir greifen nicht ein in den Boden, wir haben keine Traktoren oder Maschinen, wir graben auch nicht um, sondern lassen den Boden in Ruhe und schützen ihn eher, indem wir ihn bedecken oder da Pflanzen haben, die ihn abdecken, dass keine direkte Sonnenstrahlung draufkommt und so die Temperatur nicht so hoch steigen können, Mikroorganismen geschützt sind, Wasser nicht verdampfen kann. In einem gesunden System haben wir immer mehr Schädlinge wie Nützlinge, deswegen auch kein Einsatz von Pflanzenvernichtungsmittel. Außerdem kommt da hinzu, wenn ich zum Beispiel Blattläuse habe und ich spritze und vernichte diese Blattläuse, vernichte ich auch die Marienkäfer. Die Marienkäfer können im nächsten Jahr nicht geboren werden oder sowas. Und dadurch habe ich wieder keinen natürlichen Schutz, wenn die Käfer wiederkommen. Und dann gehe ich lieber das Risiko ein, dass ich ein Jahr vielleicht ein paar mehr Schädlinge oder Blattläuse habe und im nächsten Jahr werden die Marienkäfer das kontrollieren. Und so genau brauche ich keine Chemie. Dauerhafte Kulturen sind es und je älter sie werden, desto resilienter und stabiler werden sie einfach. Am Anfang, wie gesagt, ein sehr hoher sehr arbeitsintensiv, am Ende wird das immer weniger. Ich muss am Anfang hinschauen, überlegen, designen, das Ganze anbauen, Pflanzen besorgen und der Traum ist natürlich am Ende nur noch zu ernten. Da kommt es immer ein bisschen drauf an, wie man das System fährt und wie produktiv das alles sein soll. Genau, also wir tun praktisch im Systemdesign die Biodiversität bewusst mit einplanen und fördern und das ist noch bei etlichen Dingen mehr so. Und langfristig erreichen wir durch diese Art des Anbaus eine wesentlich höhere Stabilität.
Genau, von der, jetzt war hier wieder, ich bin immer zu langsam, genau, eine schöne Geschichte noch. In dem Waldgarten im Senegal haben wir angefangen, unsere Felder zu machen und die Pflanzen sind gewachsen und daraufhin haben wir 3-4 leere Bienenkisten dahingestellt und nichts weiter getan und die Bienen sind von ganz alleine eingezogen. Also ich bin kein Bienenfachmensch, aber es fühlt sich einfach gut an und ich denke, dass wir genau eine Umgebung geschaffen haben, wo die sich wohlfühlen und sie helfen und unterstützen uns dann im Grunde auch wieder. Jetzt von den von oben geht es praktisch mal unter die Erde. Das Bodenleben ist eine ganz wichtige und faszinierende Angelegenheit. Hier sehen wir genau lauter kleine Helfer, den könnten wir im Grunde auch mal applaudieren, die uns unterstützen, die den Humus produzieren, die uns bei dem Zwei helfen und so weiter. In einem Gramm gesundem Boden, was wirklich nicht viel ist, ein Teelöffel, haben wir ungefähr 8 Milliarden Mikroorganismen und bis zu 50.000 unterschiedliche Bakterien und Pilzarten. Das kann man sich nicht wirklich vorstellen. Also das Edaphon, also sämtliche im Boden lebenden Organismen in einem gesunden Wald, haben ungefähr 25 Tonnen Biomasse pro Hektar unter der Erde. Wenn der gerodet wird und da wird Ackerland rausgemacht, industrielle, dann haben wir am Ende dann noch 4 bis 5 Tonnen Biomasse. Das ist ein riesiger Unterschied. Da kann man so ein bisschen sehen, wo geht es hin. Also, was ist Humus und warum ist Humus uns so wichtig? Hier sieht man ein bisschen den Kohlenstoffkreislauf. Der ist ganz wichtig. Im Grunde fällt die Biomasse auf den Boden. Die Organismen verarbeiten das. Ein ganz natürlicher Prozess ist schon auch, dass wieder CO2 ausgeatmet wird. Aber genau, und das ist etwas aus dem Gleichgewicht worden oder da kommt es dann auch auf die Flächen drauf an, die praktisch wieder CO2 in den Boden bringen. Genau, ein weiterer Aspekt, wo ich noch kurz drauf eingehen soll, wie wir CO2 zurück in den Boden bekommen, ist Pyrolyse. Wir haben praktisch Pyrolyseofen, tun kleine Holzstücken und Dinge, die abfallen, verkohlen und arbeiten die mit ein. Dadurch schaffen wir ein Paradies für diese ganzen Mikroorganismen. Kohle hat riesige Oberflächen, da fühlen die sich sehr, sehr wohl. Und das ist eine Möglichkeit, das CO2 auf lange, lange Sicht zu storen. Es bleibt wesentlich länger im Boden, man sagt bis 100.000 Jahre. Genau, ich muss wahrscheinlich ein bisschen schneller machen. Also die Benefits, gute Ernte, gutes Leben unter dem Boden, CS2, CO2-Sequestrierung, eine bessere Wasserhaltfähigkeit im Boden. Wie verschwindet der Humus? Genau, da ist zum Beispiel wieder dieses Umgraben, hier fliegt er davon, der Boden. Mit dem Traktor darüber fahren, der verdichtet, der zerquetscht praktisch Biomasse, setzt frei und veratmet das Ganze. Dann auch Temperaturen. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Es wird wesentlich heißer auf so einem Acker wie in einem Wald. Und genau, das Design unserer Waldgärten ist so, dass einfach auch da gar nicht so viel Wind drüber fegen kann, weil da eine Hecke ist, dass das Wasser gar nicht so viel Biomasse wegschwimmen kann, weil da einfach dann ein Hügel oder ein Teich ist, wo das aufgefangen wird und dann auch so wesentlich länger im Boden verbleibt. Genau, das ist dann praktisch wieder hier ein Design aus unseren Breiten. Da wird der Wind gestopft und das Wasser auch und der Boden bleibt da und er kann auch nicht austrocknen. Genau, wegen der Zeit muss ich hier ein bisschen schneller machen. Auch auf den Wasserhaushalt, wie auf das große wie das kleine Klima, können Waldgärten Einfluss nehmen, weil sie einfach einen massiven Bewuchs haben und Wasser im Boden halten. An einem Tag kann ein einziger Baum mehrere hundert Wasser ausschwitzen. Das Ganze funktioniert so ein bisschen wie eine Klimaanlage. An einem heißen Tag sich mal in den Wald gesetzt, da ist es direkt viel kühler. Also kann man sagen, Waldgärten kühlen die Landschaft und erhöhen die Niederschläge. Genau, und hier nochmal auf diese Temperatur zurückzukommen. Bei 43 Grad gerinnt Eiweiß, also sterben Lebewesen. Und es wurden mal hier an einem Hitzetag gemessene Temperaturen auf einem abgeernteten Feld. Da waren das 42 Grad. Auf der Straße über dem Asphalt waren es 49 Grad. Und in dem daneben liegenden Wald waren es 48 Grad. Das ist ein riesiger Unterschied. Und auch da sieht man wieder, dass es so heiß auf dem Acker ist, dass Lebewesen sterben. Genau, aber darüber gibt es sehr wenige Informationen, auch gerade mit dem Messen der Temperatur. Das sind alles Dinge, wo es sehr interessant wäre. Wir hätten besser
bessere und genauere Daten. Und es ist schon so auch, dass das Mikroklima wesentlich variabler als das Makroklima ist, aber darauf Auswirkungen hat. Genau. Gut, und nun, warum sind wir hier bei euch Hackern? Und was wollen wir von euch? Kannst du mir noch mal kurz die Uhrzeit sagen? 5? Oh la la. Also. Unsere Vision ist, oder sagen wir so, Bill Mollison war schon so visionär, dass er in den 70er Jahren gesagt hat, es kann Sinn machen, komplexe, designintensive Landwirtschaftssysteme mit IT abzubilden und zu unterstützen. Und Holmgreen hat gesagt, in den 80ern, Systeme der Permakultur sind informations- und designinformativ, intensiv. Also wir brauchen viele Informationen, um ein gutes Design zu entwickeln. Beide sahen Chancen in der KI und der Digitalisierung, die Landwirtschaft so zu unterstützen. Und genau, dann im Grunde auch Ressourcen und Geschichten einzusparen und das Ganze auf eine intelligente und nachhaltige Art zu lösen. Waldgärten sind komplexe Agroforstsysteme, deswegen funktioniert eine IT-Lösung, die in einem Waldgarten funktioniert, weil sie flexibel und parametrisierbar ist, auch in einfacheren Systemen, die unten drunter liegen wie eine Streuobsthecke. Genau, grob gesagt, was für Systeme wünschen wir uns? Es gibt diese einfachen Systeme wie in der Monokultur, viel in der Landwirtschaft, und wir hätten halt gern ein komplexes IT-System, was wesentlich schneller arbeitet für diese Waldgärten. Hierarchische Modelle sind einfach sehr langsam und unflexibel und können sich nicht rasch auf Veränderungen anpassen. Dazu kommt, dass es immer komplexere Fragestellungen gibt, es immer mehr interdisziplinäre Betrachtungen gibt und wir nicht wissen, was alles in der Zukunft da noch mit eingearbeitet wird. Genau. Zum Beispiel so Dinge wie, was hat die Verdunstung mit dem Mikroklima, dem regionalen Klima und dem Mesoklima zu tun, und da genauere Daten über Temperatur, Niederschläge in einem breiten Maßstab, die jeder zu Hause sammeln könnte, zu haben, wäre super, super praktisch und brauchbar. Das alles macht intelligent designte Systeme notwendig. Was gibt es momentan? Es gibt diese Welt der Graphen, wo alles miteinander vernetzt ist und als Parameter oder alles ein Parameter sein kann. Wir haben verschiedene Netze mit verschiedenen Protokolltypen und wir haben Open Source, Soft und Hardware. Also es gibt schon flexible, heterogene, lebendige Biotope, die man damit einbinden kann. Wir träumen also von einer intelligenten, lebensbejahenden Ökosysteme für den IT-Waldgartenbereich sozusagen. Wie kann sowas aussehen? Wir haben hier mal eine kleine Vision vorbereitet. Also genau. 2030, der Bauer ist im Garten, eine Vision von einem Food Forest Web. Es ist ein grafisches Informationssystem mit vielen Schichten, die miteinander interagieren. Ich stehe neben meinem mobilen Hühnerstall. Der Tracker am Handgelenk hat die Anzahl der gerade gesammelten Eier protokolliert. Ich klicke die Erinnerung an die anstehende Ernte der Karotten weg, während die Drohne gerade nach ihrem wöchentlichen Kontrollflug durch die Obstanlage meldet, dass besonders die Birnbäume gerade gewachsen sind. Welche Birnensorte besonders hohe CO2-Sequenzen hat, werde ich heute Abend als neue Detailfrage in die quelloffene Regio-System einbauen, das mittlerweile von 70.000 GärtnerInnen benutzt wird, die da das mit Informationen und Wissen speichern. In einem Umkreis von 200 Kilometern, genau. Also die Klimadaten, die aktuell aus einem anderen Netzwerk momentan kommen, schicken mir eine Wetterwarnung, dass ich mich mit meinen Karotten mal beeilen sollte, die aus der Erde zu holen. Und da bin ich echt froh, die 150 Euro investiert zu haben und da Teil von zu sein. Der Jet-Roboter hat sich schon ist wieder an seinem Parkplatz sozusagen. Jetzt, wo es angefangen hat zu regnen, gehe ich rein und fange an, das neue Areal des Waldgarten zu planen, was fast automatisiert läuft, aufgrund der in den letzten Jahren eingespeisten Erfahrungen der Gärtner-Community, die recht zuverlässig ist.
Ein Teil der Gärtner-Community tauscht Pflanzenerfolge aus. Dadurch ist es für diese einfach lokal angepasste Pflanzplanung möglich, auch Vorhersagen zu Arbeitsspitzen, Erntevorhersagen und die Auswirkungen von Anbauvarianten zu vergleichen. Genau, also nochmal ein bisschen zusammengefasst, was wären die Benefits von so Systemen? Ist einfach weniger Aufwand beim Start, Planung und Monitoring für Menschen. Es ist ressourcensparend, nicht nur in Zeit und Geld. Es ist ein wesentlich geringeres Risiko, bei mehr Informationen so ein System anzugehen, wo auch viele Landwirtinnen momentan sich noch ängstlich sind. Und es ist eine Arbeitserleichterung, zum Beispiel, dass Daten auch halbautomatisch erfasst werden können und genau, wir das nicht alle händig machen müssen und in so unsere Bücher rein basteln. Wenn man das Ganze ein bisschen größer denkt, könnte es auch sowas wie eine Dokumentationspflicht, die Landwirte momentan haben, ersetzen. Oder es könnte nützlich sein, um zum Beispiel sogenannte Ökosystemdienstleistungen zu berechnen. Das wäre dann der Anstieg der Biodiversität. Und so könnten Anreize geschaffen werden von der Politik für Landwirtinnen oder Menschen, einfach nachhaltiger zu wirtschaften, mit der Natur zu wirtschaften, wenn es genau dafür dann auch noch was gibt. Dazu kommt eine globale Vernetzung von Wissen und Crowdlearning, wo einfach viele, viele Menschen was davon haben, bis hin zu einer Echtzeitkontrolle der Vorgänge in solchen Anbausystemen. Genau, momentan nach wie vor zu wenig Erträge, warum auch Landwirtinnen zögern. Und dazu natürlich ein Wissenszuwachs durch kollaborative Strukturen und freien Zugang auf Daten und Infos wird weltweit Vernetzung der Grassroots-Bewegung und der Wissenschaft herrschaftsfrei möglich. Also, das heißt, diese Waldgarten-IT, so wie wir sie uns träumen, ist subversiv, weil sie autonom Daten aus der Real World erhebt und verarbeitet, weil sie durch Crowdlearning oder Wissenspakete, die kostenlos zur Verfügung gestellt werden können. Damit erreicht man ein Empowerment, was auch gerade Menschen mit wenig Geld oder kleinere Farmen und so weiter sehr nützlich sein kann. Und es ist auf jeden Fall ein Gegenmodell wie die Polykultur zur Monokultur, was zur Autonomie führt, da es kleinteilig, intelligent und mit geringerem Kapitaleinsatz umzusetzen ist. Genau, dazu eine Einbindung von Low-Tech-Sensorik und irgendwelchen hübschen Endgeräten, die günstig, stabil, wasserdicht und gut zu bedienen sind. Und so könnte sogar großen kapitalistischen Player entgegengetreten oder die untergraben werden, die mehr in Richtung Smart Farming gehen, was eine Versklavung von den Bäuerinnen ist. Oder jeder kennt diese Geschichte mit den hybriden Samen, wo jedes Jahr neu gekauft werden soll und wir da eine riesige Selbstmordrate in Indien zum Beispiel haben. Genau, also wir wollen ein agiles, transparentes System, was diese komplexen Vorgänge erfassen und wiedergeben kann. Eine schöne Sache ist auch noch, genau, dass es vielleicht veranschaulichen kann, was da passiert, was Landwirtschaft ist, wie viel Arbeit es ist und dass auch Menschen in der Stadt vielleicht wieder mehr einen Blick darauf bekommen und mehr Achtung und Interesse an der Nahrungsmittelproduktion ihrer Nahrung oder auch der Arbeit von den Bäuerinnen haben. Also es ist eine Wende von unten, die am besten nicht monopolisierbar ist und einen Benefit für die gesamte Bevölkerung hat. Natürlich gibt es Probleme, Datensicherheit, Anonymität, Energieverbrauch, aber wie man bei Bits und Bäume von euch sehen kann, habt ihr das auf dem Schirm und seid an so Sachen dran. Genau. Dück, dück, dück. Was gibt es, was nutzen wir momentan? Gerade das Waldgartenprojekt und die Infrastruktur ist durch Crowdfunding entstanden und gehört sich selber. Daran hängt eine Solavi, die genau auch nachhaltig wirtschaftet. Was nutzen wir an Tools momentan? Wir versuchen freie Open-Source-Tools zu nutzen, sowas wie, wir haben eine Nextcloud aufgebaut, wir benutzen Big Blue Button, Signal oder und freie Tools wie Videoschnittprogramme, Editor und CAD. Genau, teilweise GIS-Systeme. Was wir wissen, ist, dass QGIS verwendet werden kann für das Design von Permakultursystemen. Das machen wir, genau, das wissen wir, haben wir selbst aber noch nicht gemacht. Und was es gibt, ist hier dieses FarmOS. Das ist ein graphenorientiertes GIF.
Das lese ich jetzt einfach hier nochmal schön vor. Zur Verwaltung des Bestandes, standortübergreifendes Ressourcenmanagement ist ein Drupal-Aufsatz unter GNU mit PHP und es gibt einen Connector für Python, um serverübergreifenden Datenaustausch zu machen und es gibt eine Anbindung von Open-Source-Hardware, zum Beispiel mit dem Raspberry Pi. Genau. Nö, noch nicht. Ah, genau. Und was wir jetzt gerade entdeckt haben, auch nochmal bei der Recherche, wie wir hier den Vortrag erarbeitet haben, es gibt dieses Open Team. Das ist eine Gruppe aus Amerika mit 40 plus Organisationen, die auch schon an solchen Sachen arbeiten. Und genau, das schafft natürlich Hoffnung. Genau, das war's im Grunde. Nochmal ganz kurz. Wir haben unsere schicken Waldgärten und wollen sowas wie eine Agrarwende voranbringen. Ein bisschen wie die Energiewende. Vom Erdöl zu regenerativ. Wollen wir von destruktiv zu regenerativ. Es ist total hilfreich, diese Systeme versuchen abzubilden und dass wir da alle was von haben und von lernen können, besser designen können. Aber das Ganze natürlich Open Source und genau. Ansonsten das große Potenzial der Waldgärten immer noch mal auf dem Schirm haben, weil was für Lösungen haben wir sonst bisher, das CO2 rauszuholen und die Biodiversität nach oben zu schrauben. Das geht das auf jeden Fall ganz klar an. Genau, unser Call to Action ist eine Einladung. Macht euch Gedanken, lasst uns Hackathons veranstalten oder mit der Maker-Szene, was weiß ich alles, was wir da machen und versuchen, eine Agrarwende einzuleiten. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auf unserer Homepage vorbeischaut. Unser Newsletter abonniert. Menschen, die bei uns mitmachen wollen, sind total willkommen. Ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Interesse. Noch ein schönen Kongress, genau, und noch Fragen, wenn es Fragen gibt. Es ist nur eine Frage, aber es gibt eine. Und zwar wird hier die Frage gestellt, wie wird denn dann in Deutschland das Problem Verkehrssicherungspflicht gelöst? Die Baumkontrolle kommt ja bei der Kombination Kletterpflanze und Baum rechtlich an ihre Grenzen. Nee, das ist natürlich total einfach. Also wir haben ja nur Bäume, die so gestützt sind von verschiedenen Klettersystemen, dass da überhaupt kein Baum mehr umfallen kann. Nee, also ja, was soll ich da sagen? Genau. Und dann kommt hier noch keine Frage, sondern ein Hinweis. Unter der Linux Foundation gibt es die Initiative agstack.org, die Backends für die Landwirtschaft entwickelt. Teilnahme explizit erwünscht. Genau, super. So, über solche Informationen und Vernetzung freuen wir uns sehr. Schreibt uns eine E-Mail, ruft uns an. Das ist super. Wunderbar. Dann Jens, herzlichen Dank für deinen Talk. Ja, ich bedanke mich.